Alter, das Ding riesig. Meister Ren, warum seid ihr so niedergeschlagen? Wie konnte so ein großes, mächtiges Wesen wie Arktilas von einem so kleinen Menschen besänftigt werden? Was für ein Monster des Himmels ist dieses Mädchen? Sie ist kein Monster. Sie hat alles riskiert, um unsere Könige und Königin zu besänftigen. Du musst wissen, Sky, dass Meister Ren kaum etwas wichtiger ist als der Perklan. Er glaubt von ganzem Herzen in das ehrwürdige Sinnoh. Deshalb ist er dem Austausch mit dem Diamantclan und der Galaktik-Expedition gegenüber so unheimlich skeptisch. Er befürchtet, dass unsere Hingabe zum ehrwürdigen Sinnoh darunter leiden könnte. Aber auch das wird sich ändern. Perla. Mit Pomon an unserer Seite können wir alle Schwierigkeiten überwinden. Das habe ich von Sky gelernt. Ich will mich auch darum bemühen, meinem Glaciola zu größerer Stärke zu verhelfen. So meinen Horizont noch mehr zu erweitern. Ich verstehe, du hast dich bereits verändert, Perla. Du enttäuschst einfach nie, Sky. Nun sind alle Königinnen und Könige besänftigt. Müsste sich da nicht auch am Rest im Raumzeitgefüge etwas ändern? Wer weiß, aber es kommt mir so vor, als wäre der Rest ein bisschen kleiner geworden. Ja, mir auch. Jedenfalls hoffe ich, das war's jetzt. Immerhin müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, falls wieder merkwürdige Blitze aus dem Riss kommen, solange Sky da ist. Stimmt, solange wir sie haben, können wir beruhigt sein. Du, Perla, wir glauben zwar nicht an dasselbe ehrwürdige Sinnoh, aber mittlerweile finde ich euch Leute vom Perklan gar nicht mehr so übel. Hm? Das fasse ich mal als ungeschicktes Kompliment auf. Wie dem auch sei, damit werden alle Könige und Könige besänftigt. Ich würde sagen, wir gehen zur Expeditionsleiter Dempoko und sehen, ob er bei solch guten Nachrichten seinen störenden Film ablegen kann. Okay. Ja, falsche Taste. Ja, das werden wir jetzt noch machen. Denke ich mal. Auch wenn der Part ein bisschen länger ist, aber egal. Wissen was werde ich sowieso rauscutten. Wahrscheinlich sogar einen der Fails. Gegen Arktilas. Aber so haben wir dann wenigstens Ruhe vor dem beim nächsten Mal. Und ich kann nur fast offscreen noch ein paar Dinge erledigen. Das ist halt auch noch schön. Und wir sehen schon mal, was uns beim nächsten Mal erwarten wird. Auch das kann nicht schaden. Alle Könige und Königinnen sind in Rage verfallen und du hast sie alle wieder beruhigt. Wir wissen zwar immer noch nicht, warum es zu diesen Vorfällen gekommen ist, aber jetzt ist die Sache wenigstens erstmal erledigt. Dein mysteriöses Auftauchen aus dem Riss im Raumzeitgefüge hat die Sui Frieden beschert. Morgen beginnt endlich wieder der normale Alltag. Stärke dich in heißen Kosten und ruhe dich aus. Bis die Galaktik-Expedition in Hisui unbeschwert leben kann, hat der Forschungsclub noch eine Weile zu tun. Weil ich jetzt nicht mal sagen kann, ob ich Elektroball oder Arktilas schwerer fand. Muss ich mal so ehrlich sagen. Du kannst gleich noch eine Portion Kartoffelmuschi zubereiten, Mobeshi. Wenn du sonst noch was Leckeres anzubieten hast, kannst du das auch gleich bringen.
Jetzt, wo auch Arctias sich wieder beruhigt hat, können wir ganz Hisui erforschen. Ich hatte zwar daran gezweifelt, dass wir Arctias wirklich besänftigen müssten, obwohl es niemand etwas getan hatte, aber ich bin froh darüber, dass sich als Resultat nun alle sicher fühlen können. Wäre Sky nie vom Himmel gefallen, hätten die Königinnen und Könige in ihrer Rage wahrscheinlich großen Schaden angerichtet. Und dennoch, ich frage mich, warum der Riss mit ihrer Besänftigung nicht verschwunden ist. Moment, wenn sich der Riss schließen würde, könnte es gar nicht mehr nach Hause zurück, oder? Dem werden wir nachgehen. Außerdem hast du mit Jubeldorf immer einen Ort, an dem du bleiben kannst, Guy. Na dann, morgen geht es wieder Fisch ans Werk. Immerhin haben wir vom Forschungsclub uns als Ziel gesetzt, den Pokédex zu vervollständigen. Solange Sky bei uns ist, schreibt sich der Pokédex doch fast von selbst. Vielleicht sollte ich einfach ihr Assistent werden. Assistent? Lumios, du bist doch selbst ein vollwertiges Mitglied des Forschungsclubs. Naja, das stimmt schon, aber egal, jetzt wird erstmal gegessen und dann geschlafen, damit ich morgen wieder fit bin. Explosion. Hey. Hey, wir haben ein Problem. Oh dir, aus dem Wissen vom Zeitgefüge strömt eine unfassbare Energie und der Himmel hat sich rot gefärbt. Da war eine Nachricht von Expeditionsleiter. Du sollst augenblicklich zu ihm kommen. Das kann kein gutes Zeichen sein. Der Himmel sieht ominös aus. Ja, sehr ominös sogar. Du hast nach uns gerufen. Möchtest du die Besänftigung aller Könige und Königinnen besprechen? Nicht ganz. Auf uns wartet gerade eine wesentlich dringendere Angelegenheit. Just in der Nachricht, nachdem Sky aus dem Riss gefallen kam, schossen seltsame Blitze aus dem Himmel, die Xanto und die anderen in Rage versetzten. Aus meiner Sicht liegt es also nahe, dass zwischen dem Mädchen und den Blitzen ein Zusammenhang besteht. Wer oder was bist du wirklich, Sky? Ich dachte mir, dass du das sagen würdest. Wenn du aus demselben Riss gekommen bist wie diese Blitze, musst du etwas mit der Rage der Könige und Königinnen zu tun haben. Wolltest du dir unser Vertrauen erschleichen, indem du sie besänftigst? Doch wozu? Was führst du als nächstes im Schilde? Hey, wir sind nicht die Bösen. Tempoku, was? Wie viel kann ich im Schilde? Wie kommst du nur darauf? Genau, und du glaubst, und glaubst du denn wirklich, dass Sky überhaupt die Macht besitzt, solch schreckliche Kräfte zu entfesseln? Könnt ihr wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, dass sie unschuldig ist? Immerhin kam sie einfach so aus dem Wissen vom Zeitgefüge gefallen. Wer kann dafür garantieren, dass sie uns die Wahrheit erzählt hat? Möglicherweise ist sie gar nicht die, für die sie sich ausgibt. Aber das ist doch absurd. Natürlich kann keiner von uns jeden Zweifel an Sky aus der Welt schaffen. Ich finde das ihr gegenüber ungerecht. Was soll Sky denn tun, um sich unser Vertrauen zu verdienen? Ganz einfach, ich gebe ihr die Gelegenheit, sich durch eine Forschungsmission zu beweisen. Durch diese wird sie nicht als Mitglied der Galaxie-Expedition bestreiten, sondern allein. Unter den Bewohnern von Jubeldorf sind viele, die dir nicht über den Weg vertrauen. Solange du diese Zweifel nicht aus dem Weg geräumt hast, können wir es uns nicht leisten, dich als Mitglied der Expedition zu behalten. Deshalb entlasse ich dich hiermit offiziell aus deinen Diensten. Bis du erklären kannst, warum dieses Unheil über uns hereingebrochen ist.
Nein, bis du vollständig abgewendet hast und deine Unschuld überzeugend nachweisen kannst, bist du in Jubeldorf nicht mehr willkommen. Haben wir es verstanden, Celestis? Jawohl. Wie herzlos. Habt ihr wirklich so wenig Vertrauen in Sky? Er ist der Böse. Wetten? Es nützt nichts, sie in Schutz zu nehmen. Ich erfülle hier nur meine Pflicht als Leiter der Galaktik-Expedition. Ich erkenne an, dass du uns etliche Dienste erwiesen hast. Daher gestatte ich es, dass du das Dorf aus eigenen Stücken verlässt, anstatt gleich hier in Ketten gelegt zu werden. Ich call es, er ist der Böse. Du bist aus dem Dorfverband? Was? Die Entscheidung ist gefallen. Gehen wir. Geh entlang. Ah, ich kann mich auch bewegen. Und unsere Taten? Nein. War voll für den Arsch. Ja, und das ist auf einmal, ne? Kann ich eigentlich noch an die Box da? Nein. Gib mir die Neid. Hier müssen sich eure Wege trennen. Ich weiß. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass sie in den Forschungstrupp aufgenommen wurde. Da will ich sie persönlich zur Craftland-Basis eskortieren und ihre Verbannung sicherstellen. Ich komme auch mit. Und ich natürlich auch. Na schön, ich gestatte es. Ihr seid also zur Craftland-Basis unterwegs. Ich wünsche eine sichere Reise. Also wenn ich mir die Partlänge so angucke, glaube ich sogar, dass ich das in zwei Parts cutten werde, ey. Ich kann nicht fassen, dass der Boss so unfair zu dir ist. Was die Könige und Königinnen doch nur besänftigt, weil es dir aufgetragen wurde. Ganz genau, nur weil du aus dem Himmel gefallen kamst, verfügst du doch noch lange nicht über die Kraft, ihn komplett rot zu färben. Das ist eine absurde und unwissenschaftliche Schlussfolgerung. Als Wissenschaftler muss ich diese Entscheidung deutlich kritisieren. Ich denke, ihr tätet besser daran, euch nicht weiter einzumischen. Wenn ihr ebenfalls in Schwierigkeiten geratet, weil ihr Sky in Schutz nehmt, wäre damit niemandem geholfen. Allerdings gibt es noch andere, die dir zu Dank verpflichtet sind und dir vielleicht helfen können. Ja, und Perla beispielsweise. Naja, vielleicht können der Diamant-Clan und der Perl-Clan dich aufnehmen. Ja, und Perla sind allerdings schon wieder in ihre Siedlung zurückgekehrt. Dann versuchst du es nicht bei Topien, den findest du sicher im Baumriesenkampffeld. Ja, da habe ich keine Ahnung, wo Jonas sich herumtreibt. Du darfst dort nicht sterben, das ist ein Befehl. Ich stelle dir alles zur Verfügung, was du für deine Forschung brauchst. Hör zu, du wirst dich daran gewöhnen müssen, den Argwohn anderer genauso zu tragen wie ihre Bewunderung. Du hast keine Kontrolle über Taten oder Gefühle. Wichtig ist, dass du deinen eigenen Weg Werten treu bleibst. Was mit nun aus meinem Traum, von dem ich dir damals am Strand des Aufbruchs erzählt habe? Ohne dich wäre die Vervollständigung des Pokédex nie Wirklichkeit. Ich glaube, Celeste glaubt uns sogar. Die vertraut uns wenigstens noch. Aber gut, ja. Die Ereignisse überschlagen sich. Aber gut, ich glaube, dann mache ich hier erst einmal einen kleinen Cut. Dann gibt es wohl nichts mehr, was ich nur offscreen machen werde. Groß. Ja, mal gucken. Das war's mit Pokémon-Legenden Arceus für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen, gerne mit einer kleinen Begründung. Was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wer beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Werden wir dann wohl mal gucken, was wir jetzt so treiben.
können als Verbannte. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.